Hallo zusammen, ich habe hier, ihr seht, mannshoch ist das Teil, eine Klimaanlage für eine Lokomotive. Und hier habe ich die Lokomotive, und zwar handelt es sich hier, ihr seht schon, eine rechte Klimaanlage braucht auch eine rechte Lokomotive, die stärkste Zahnradlokomotive der Welt. Und wir kühlen mit diesem Teil hier nur das Führerhaus. Ich habe hier die Lokomotive als Ganzes, weil meine Firma ist so klein, dass ich hier nicht die Lokomotive reinkriege. Und wir schauen uns jetzt die Klimaanlage an, von der stärksten Zahnradlok der Welt. Wir haben hier eine Einspeisung, und zwar 3x 440 Volt. Und hier haben wir die Steuerleitung mit 24 Volt. Die können wir hier einstecken, Stecker logischerweise drehen. Hier wird die Klimaanlage gespiesen. Und wir schauen jetzt das im Detail an. Ja, hier haben wir dieses Steuerteil. Wir haben Stufe 1, 2 und 3. Das ist bezeichnet als K4. Plus die Temperaturwahl und das Kabel, was weggeht, hier drauf. Und hier drin ist der Steuerschrank. Wir haben auch hier jetzt die Temperatur angezeigt. Wir haben jetzt momentan keine Funktion. Und hier haben wir die Heizen, Kühlen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und ich schalte hier jetzt um Stufe 1, 0. Das hat einen Wählschalter in der Grund. Das Teil kommt. Und es kommt Stufe 3. Und Stufe 3 ist dieser Lüfter. Wir haben hier drin, wir sehen es, die Heizstäbe. Diese Lokomotive läuft im tropischen, oder all diese Lokomotiven laufen im tropischen Regenwald. Wir haben also Temperaturen 45 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit. Mehr dazu kommt nachher von der Strecke. Wir haben hier den Ansaug aus der Kabine, ziehen die Luft rein und blasen hier die Luft wieder in die Lokomotive. Also wir können jetzt hier heizen, weil eben die haben da, wenn es Winter ist, also schwerer Winter, haben sie nachts also Temperaturen bis plus 15 Grad. Die einen waren der Meinung, so eine Heizung braucht das nicht. Wir brauchen vor allem Kühlleistung, und das hat das Teil. Ja, mehr kann ich jetzt hier nicht sagen zu diesem Schrank. Wir haben hier auf dieser Seite das Seitenblech. Das ist hier noch nicht angeschraubt, und wegnehmen können wir es jetzt auch noch ganz. Dann schauen wir uns die Klimaanlage von innen her an. Wir sehen hier nicht so viel. Wir haben hier den Kühler, hier kommt die Luft rein. Wir sehen hier den Kühler, hier kommt die Luft rein. Sie wird hier runtergekühlt und wird dann hier über den Ventilator angezogen und hier wieder in die Kabine reingeblasen. Also ihr seht die Dimension dieser kleinen Klimaanlage. Das ist der warme Teil oben, der ist auch oben, also der kalte Teil, der ist auch isoliert. Und hier unten ist der Wärmetauscher. Wir ziehen die Luft von außen her an der Lokomotive an. Kompressor kühlen, Gebläse und dann die Luft wieder raus. Dann haben wir hier Druckschalter für die Sicherheit, hohe tiefe Temperaturen. Ja, es ist nicht so viel dran an der Anlage. Sie ist einfach monsterhaft, weil in diesem tropischen Regenwald herrschen Temperaturen 45 Grad. Das ist nicht so schlimm, aber schlimm ist 90 oder mehr Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja, ich mache euch hier oben einen Link über die Lokomotive, wie sie im Regenwald fährt.
Hier mache ich ein zweites Video, auch über die Strecke der stärksten Zahnradlok der Welt. Die geht also richtig aufwärts. Ich bin mitgefahren, ist also eine imposante Lokomotive. Ich wünsche euch einen schönen Tag.